Gestern noch gesucht, heute schon gefunden. Den Regenbogenstint. Der Matt Eagle hatte das auch schon probiert. Beitrag ist auch schon im Discord und ich teste jetzt hier an der Stelle auf Regenbogenstint. Ja, den ersten Kescher habe ich gestern schon voll gemacht. Also richtig schön zack, 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 ein Regenbogenstint nach dem anderen hier gezogen. Und jetzt so ein bisschen variiert und ein bisschen optimiert vielleicht wieder. Denn was wir hier sehen, sind drei Matchrouten, drei Waggler-Posen. Und zwar sind das ja Art Laufposen. Das heißt, wir haben die Pose und die Schnur geht da durch. Und die läuft quasi frei in einem Bereich, also ganz frei einfach da entlang. Also die Tiefe stellen wir zwar ein, aber wie wir jetzt hier sehen, wir sind jetzt hier nicht wie in der, auf der roten zum Beispiel bei 1,30 Meter Tiefe eingestellt. Nee, die Köder, wir sehen sie ja, die sind eben auf der Minimumhöhe eingestellt. Bedeutet also, wenn wir sowas hier machen, stehend an einer Stelle, ist es eigentlich ziemlich egal, wie tief wir einstellen. Sobald die Posen hier so landen, ja, dann sind wir quasi auf der minimalen Höhe eingestellt. Also auf 18 cm Tiefe und weniger geht nicht. Also das ist quasi jetzt gerade die Einstellung. Ich habe das immer noch auf der dritten, die nehmen wir mal eben raus. Ne, auf der 2 hier. Genau, die war auf 1,30 Meter immer noch eingestellt. Oh, jetzt aber schnell der Wechsel. Und nicht gehakt. So, 1,30 Meter eingestellt, schnell wieder raus. Und die stellen wir jetzt runter auf das Minimum auch wieder. Zack, 18, weniger geht nicht. Auswerfen und dann zieht die sich jetzt schön genau in die Richtung. Und wenn es so ein bisschen dunkler noch ist, dann sieht man hier auch ganz gut, ich glaube, so geht es aber auch so gerade noch, dann sieht man auch ganz gut, wie die Regenbogenstinte hier ankommen. Das heißt, wir können regelrecht zugucken, was die Fische machen. Warum habe ich mir das die ganze Zeit angeguckt? Weil die ollen Stinte so schlecht haken. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, liegt das vielleicht daran, dass die Schnur so tief ist? Man greift quasi auf. Es ist vielleicht nicht direkt sofort der Hakeffekt. Also es ist momentan ein bisschen tricky, dass sie überhaupt haken. Die sind da. Prosopium auch schön dabei gewesen. Also ich teste hier jetzt schon die ganze Zeit so ein bisschen rum. Auch an verschiedenen Stellen. Zack, schnell nochmal ran. Auch wieder nicht. Also dieser Hakeffekt gerade ganz, 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 ganz schwierig hier an der Stelle. Kann auch sein, dass es hier an der Match liegt. Vielleicht hakt es hier gerade einfach schwieriger. Da ist, glaube ich, schon wieder was auf der 1, ja. Aber manche, oder sie verschrecken einfach. Das hatte ich eben auch noch gesehen. Also wir haben den Biss, der Fisch zuppelt, er zieht, der Schnurclip löst sich und der Fisch haut ab. Also dieser Effekt sozusagen, der natzt mich gerade, der ärgert mich gerade sehr. Und deswegen wollte ich hier gucken, was passiert. Hab hier ein bisschen näher rangezoomt und da sieht man natürlich auch, wie weit oben, wie gesagt, hier jawohl, gutes Gewicht. 131, schmeckt, gerne doppelt so groß. Also Frequenz ist da, die Frequenz ist da. Ich stand erst hier, das ist auch der Beitrag vom Matt Eagle, also von hier und dann so 8 Meter weit raus. Und dann landet man auch ungefähr hier, aber habe ich gedacht, ich kann mich auch hier hinstellen und dann 5 Meter raus. Oha, jetzt sehen wir, glaube ich, nichts. Ne, jetzt wird es natürlich schwierig. Also in diesem Bereich hier, ob man sich hier hinstellt oder eben hier hinstellt, eigentlich steht egal. Wenn du so ein bisschen Treibangeln machen willst, einfach hier von hier oben hinstellen und dann... Ich glaube, das war die 1. Mit der Sonne natürlich Katastrophe, ne? Da sieht man gar nichts. Sonnenbrille auf und dann lübt das. So, die treiben hier jetzt so langsam runter. Also, die Stelle ist schon hot. Es war ein Beitrag im englischen Discord. Da wurde hier die Super Trophy gefangen. Und dementsprechend müssen wir uns das Ganze natürlich angucken. Oh, da war wieder was auf der 1, glaube ich, auf der 3.
Ich habe nur den Fisch gesehen und da hängt er auch dran. Perfekt. Sehr gut, ja. Ja, das ist eben das Coole. Man sieht halt den Kopf so ankommen und wie er so ein bisschen an dem Köder rumnibbelt. Und in dem Moment weiß man, alles klar, gleich zieht er ab. Jetzt geht's wieder. Jetzt sieht man es wieder richtig gut. Da kommt die nächste. Und dann haben wir hier schön alle drei Posen wieder zusammen. Sowieso immer wieder spannend, wie sich die Fische verhalten, dass man dann eben guckt, da wieder auf der 1 und auf der 2 auch gleichzeitig. Das ist natürlich mies. Ich glaube, auf der 2 war es aber irgendwie was anderes. Also vom Haakeffekt super, super schwierig. Ganz, ganz, ganz schwieriges Ding. Ich werde das gleich auch noch mal ein bisschen weiter testen, vielleicht von hier oben und dann direkt auf 18 cm treiben lassen. Vielleicht hakt das dann noch mal ein bisschen besser. Aber dann ist man eben mit drei Posen ja auf jeden Fall schwieriger unterwegs. Aber so hat das natürlich auch keinen riesen Mehrwert, wenn wir jetzt so auch nicht jeden Fisch haken können. Ne? Ganz anders eben beim letzten Video. Im letzten Video war ja die Stelle ganz unten links auf der Map an diesem Schniepi. Da stehen die Posen richtig schön in der Strömung, nicht so seitlich. Und da hakt das auch richtig gut. Also da kommt man richtig gut vorwärts und macht richtig gute Frequenz. Gerade dann da mit den Lennox. Also das lohnt. Aber hier, wie gesagt, ganz, ganz, ganz tricky. Und das müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal testen. Wo sind wir denn hier? Also, der Spot ist jener welcher. Ziemlich mittig hier vom 3,5er, 5,5er, also richtig schön hier in diesem Nahbereich. Man sieht es auch immer wieder, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, hier in diesem Bereich haben wir tatsächlich eine Vertiefung oder einen Kantenbereich, der eben genau quasi ja für Posenangler quasi gemacht ist. Ne? Also wir haben hier eine Kante und wir wissen ja, Kanten sind immer wieder interessant. Da haben wir immer wieder gute Spots. Und da auf der 1 kommt schon wieder einer ran. Komm, gönn dir. Ne? Er zubbelt und zubbelt. Er ist ein bisschen kleiner, ne? Hängt, glaube ich, dran. Ja. Ist nicht abgehauen. Da sieht man es halt dann schon, ne? So, zack, direkt wieder raus. Also, Spot haben wir. Ja, Koordinaten fangen wir mal hier oben an. Also entweder so 94 oder hier unten 95, 197, 198. Also so in diesem Bereich. Das passt schon. Und vom Setup her gucken wir uns gleich einfach mal wieder eine der Top-Routen an fürs Matchangeln. Hier die Rebellion Match. Also das Setup gucken wir uns mal eben an. Wir haben hier relativ dünne Schnur, habe ich hier wieder genommen. Einfach hier mit 9,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Rebellion Match einfach immer wieder top, weil wir eben auf der Rebellion Match die plus 5% aufs Posenangeln haben. Das heißt, wenn du Doppelköder noch nicht hast, kannst du hier mit 5% schneller den Doppelköder erreichen. Damit dann quasi noch besser Skillpunkte wieder machen. Wir haben plus auf die Montagearten, also richtig schön Bonuswerte darauf. Die Route eine absolute Empfehlung immer wieder fürs Posenangeln, fürs Matchangeln. An für sich braucht man keine andere. Vielleicht noch später eine Match, die man dann fürs Köderfischangeln verwenden kann, die ein ganz hohes Wurfgewicht hat. Aber ansonsten, hoppala, muss das alles nicht sein. Damit hier kommt man richtig gut klar. Die Monster-Match, die ich hier auch habe, wahnsinnig teuer gewesen, aber so der Rieseneffekt ist das eigentlich auch nicht. Da wären drei hier von der Rebellion damals auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen. So, was haben wir noch? Ja, die Köder haben wir natürlich noch. Also gucken wir mal eben rein in die Köder. Eintagsfliege und Steinfliegenlarve. Läuft einfach richtig gut. Also das kann man gut verwenden, in Kombination hier mit einem 9er Haken, vielleicht auch 10er Haken, 8er Haken, also in diesem Bereich, da passt das richtig gut. Also das lohnt sich, Steinfliegenlarve und Eintagsfliegenlarve. Wenn nur eins von beiden möglich, dann würde ich es, glaube ich, mit der Eintagsfliegenlarve probieren. Steinfliegenlarve ist einfach nochmal so ein bisschen der Kicker, damit man da vielleicht nochmal ein bisschen größere oder seltenere von den Regenbogenschnitten bekommt und dann lübt das. So, jetzt gucken wir hier weiter.
ob das so funktioniert. Und ich teste jetzt auch gleich noch weiter. Wie gesagt, Kescher voll mit Regenbogenstinden, gar kein Problem. Also auch in einer richtig guten Frequenz. Aber das Problem ist, da ist wieder auf A1, das Problem ist der Hakeffekt. Also hakt er richtig an oder hakt er eben nicht richtig an. Das ist halt das A und O jetzt gerade. Da müssen wir gucken, dass das eben läuft. Und da werde ich gleich noch ein bisschen rumprobieren. Wenn ich gleich noch was rauskriege, schreibe ich es auf jeden Fall nochmal rein ins Video. Ich werde es gleich nochmal ein bisschen testen hier mit dem Treibangeln auf 18 cm Tiefe. Dankeschön auch nochmal an den Spieler aus dem englischen Forum und auch an den Matt Kane, der es jetzt bei uns im Discord hat. Link zum Discord unterm Video. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Zurzeit einfach jeden Tag Vollgas mit R4. Ich muss ein bisschen was nachholen. Petri.